Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um Frauen ansprechen im Fitnesscenter. Ich will dir genau erklären, wie du Frauen im Fitnesscenter ansprechen solltest und wie du es auf keinen Fall machen solltest, wenn du nicht bald das Fitnesscenter wechseln möchtest oder als der Typ gesehen werden willst, der alle Frauen im Fitnesscenter belästigt. Denn es gibt eine Art und Weise, wie du Frauen sehr effektiv im Fitnesscenter ansprechen kannst, und das, was die meisten Männer machen, was leider gar nicht funktioniert, und was du auch auf keinen Fall machen solltest, lass mich dir erklären, wie du heiße Frauen im Fitnesscenter ansprechen kannst, denn davon gibt es an diesem Ort ja genug. Also, lass uns erstmal klären, was du nicht machen solltest und was ganz viele Männer machen. Falsch machen. Ganz viele Männer machen Folgendes falsch. Sie sprechen einfach wahllos Frauen im Fitnesscenter an. Sie sprechen einfach wahllos Frauen an, kommen dann auf sie zu, sprechen die Frauen wahrscheinlich noch sehr direkt an und versauen sich damit jegliche Chance, überhaupt eine Frau dort wirklich kennenzulernen. Und es ist in Ordnung, du kannst ab und zu mal wahllos eine Frau im Fitnesscenter ansprechen, davon geht wahrscheinlich die Welt nicht unter. Besser als wenn du gar nichts machst. Aber diese Männer sorgen einfach dafür, dass die Frauen sich im Fitnesscenter nicht so wohl fühlen, dass die Atmosphäre im Fitnesscenter schlechter wird und dass unter Umständen du aus dem Fitnesscenter rausfliegst, wenn du permanent Frauen ansprichst. Das Fitnesscenter ist generell nicht der Ort, wo du üben solltest, Frauen anzusprechen. Ja? Du kannst mit Frauen locker und entspannt ins Gespräch kommen, mehr so auf der Straße, ja? Mehr in so einem Bereich, wo du die Frauen nicht wieder siehst. Fitnesscenter, da bist du regelmäßig, da sind die Frauen regelmäßig und du willst ja auch noch regelmäßig wiederkommen. Deswegen an solchen Orten, wo du regelmäßig bist, das kann auch deine Schulklasse sein, das kann auch dein Studienkurs sein, da gibt es eine spezielle Technik, die du machen solltest oder spezielle Zeichen, auf die du achten solltest, ganz speziell, um wirklich die Frauen anzusprechen, die dir gefallen und denen auch du gefällst. Wenn du auf der Straße unterwegs bist, dann kannst du gerne einfach Frauen auch so ein bisschen wahlloser ansprechen, weil es kann sein, dass im ganzen Trubel der Stadt die Frau dich gar nicht sieht und dann macht es schon Sinn, einfach mal auf die Frau zuzugehen, auch kalt auf die Frau zuzugehen, ohne dass sie dir Signale gesendet hat und sie anzusprechen. Es ist auch ein Fehler, wenn man nur auf Signale von den Frauen wartet und achtet. Aber im Fitnesscenter solltest du auf Signale der Frauen achten, die dich dazu einladen, sie anzusprechen. Du denkst dir jetzt vielleicht, oh, wenn ich auf Signale warte, dann wird es ja nie was, dann muss ich ja ewig warten. Aber der Punkt ist, wenn eine Frau im Fitnesscenter dir keine Signale gibt, dann möchte sie auch nicht unbedingt von dir angesprochen werden. Das heißt, du hättest sowieso keinen Erfolg, wenn sie dir keine Signale gibt. Denn auf der Straße kann es so sein, eine Frau geht an dir vorbei und sie hat dich nicht gesehen. Die Frau sieht nicht jeden Mann, der auf der Straße an ihr vorbeigeht, aber eine Frau, die im Fitnesscenter ist und du siehst sie regelmäßig, du bist ihr schon mal aufgefallen, wenn du ihr gefällst. Davon kannst du ausgehen, da kannst du dir ganz sicher sein. Und es gibt einfach Zeichen, auf die du achten kannst, die dir zeigen, hey, mit dieser Frau kannst du ins Gespräch kommen. Und zwar sind das folgende. Erstens, sie hält sich oft in deiner Umgebung auf, trainiert oft an Geräten in deiner Nähe, auffällig oft, auch über einen längeren Zeitraum von mehreren Fitnesscenter-Aufenthalten. Zum Beispiel, sie benutzt das Laufband neben dir oder in der Nähe von dir, obwohl auch andere frei sind, die ein bisschen weiter weg sind. Und wenn sich das wiederholt, dann ist das ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen. Zweites Zeichen ist natürlich Augenkontakt. Sie guckt oft in deine Richtung oder vielleicht lächelt sie dich sogar leicht an. Die andere Sache ist, dass eine Frau im Fitnesscenter, die interessiert ist, vielleicht auch selbst ein bisschen ins Gespräch einsteigt. Ja, vielleicht bittet sie dich um Hilfe an einem Gerät und so weiter. Das können auch Dinge sein, die die Frau von sich aus macht, um dir die Möglichkeit zu geben, sie kennenzulernen. Denn eine Frau, die interessiert ist, die gibt dir immer auf eine oder andere Weise die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Meistens, indem sie dir Signale schickt. Achte eben ganz stark darauf, wie ist der Augenkontakt dieser Frau? Guckt diese Frau auffällig oft in meine Richtung oder guckt diese Frau vielleicht auch auffällig nicht so oft in meine Richtung, obwohl sie in meiner Nähe ist? Ja, das kann einfach heißen, dass sie ein bisschen schüchtern ist und sich traut, dich anzugucken und einfach sich beherrschen muss, um wegzugucken, um nicht dauernd hinzugucken. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und wenn du dann merkst, hey, diese Frau, die mir gefällt, natürlich muss sie dir auch gefallen, sendet mir Signale, sendet mir Einladungen, wiederholt, auf wiederholter Basis. Denn im Fitnesscenter kannst du dir auch Zeit lassen, da kannst du ein bisschen entspannt an die Sache rangehen. Da kannst du erstmal über ein, zwei Aufenthalte im Fitnesscenter gucken, während du diese Frau siehst, hey, sendet sie mir Signale, kommt da was von ihr? Weil du wirst sie ja sowieso noch ein paar Mal wiedersehen. Auf der Straße musst du auf die Frau zugehen, weil sonst ist sie einfach weg. Und wenn du dann diese Signale von ihr bekommst, dann ist es eigentlich relativ egal, wie du in das Gespräch reingehst. Wichtig ist, gestalte das Gespräch lustig, gestalte das Gespräch spaßig, vielleicht kommst du mit einem kleinen Witz ins Gespräch rein, aber es reicht theoretisch auch ein einfaches Hey und dein Name. Hey, ich bin Tim.
Ah, hi, cool, ich bin dies und dies. Cool, wie lange bist du schon hier im Fitnesscenter? Ich habe dich schon ein paar Mal gesehen. Bla bla bla. Und du kannst es ruhig über Smalltalk machen, wenn du nicht der Typ bist, der dem ironische, sarkastische, lustige Sachen einfallen, der mega viel Humor hat gleich am Anfang des Gesprächs, dann kannst du es auch über Smalltalk machen. So, hi, ich bin der und der, dann wird sie sich vorstellen und dann könnt ihr einfach so ein bisschen über Fitnessübungen quatschen und von Fitness, vom Thema Fitness, kannst du dann überleiten zu anderen Themen, die für sie interessant sind. Ja, was interessiert sie denn noch außer Fitness? Was macht sie denn noch außer Fitnesscenter? Also, lass mich nochmal zusammenfassen. Gerade im Fitnesscenter, nicht der Ort, um zu üben, das kannst du auf der Straße machen. Achte auf die Signale der Frauen, achte auf die Signale der Frauen wiederholt. Kommen diese Signale immer wieder von der Frau? Und wenn ja, dann geh auf sie zu. Es reicht schon, wenn du sagst, hi, mein Name ist XY. Zum Beispiel, hi, ich bin Tim. Wer bist du? Das reicht schon. Wenn sie dir vorher Signale gegeben hat, dann ist das alles, was du tun musst. Du musst nur das auf sie zugehen noch machen, wenn sie dir vorher Signale gegeben hat. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann öfter von diesen Frauen oder von der Frau Signale bekommst, dann nutz auch die Chance. Warte nicht, ich habe eben gesagt, lass dir Zeit. Absolut richtig. Aber warte nicht 10, also sieh sie nicht 10 oder 12 Mal, bis du dann irgendwann mal auf sie zukommst. Wenn du merkst, es kommen Signale und es kommen immer wieder Signale, dann sprich sie so beim zweiten oder dritten Wiedersehen im Fitnesscenter an und dann läuft das normalerweise auch ganz entspannt. Was du natürlich alternativ gerne machen kannst, wenn du jetzt eine Frau, die du aus deinem Fitnesscenter kennst, außerhalb des Fitnesscenters siehst, ihr seid irgendwie zusammen gerade auf der Straße unterwegs, weil ihr noch in den Supermarkt beide geht, um euch noch einen Proteindrink zu holen, was auch immer, kannst du sie natürlich auch an der Stelle ansprechen. Bedenke aber immer, du siehst diese Frau eben noch ein paar Mal wieder und dann musst du cool damit sein, falls sie keinen Bock auf dich hat. Also, achte auf die Signale der Frauen und dann wird ansprechen im Fitnesscenter sehr, sehr einfach und eine sehr erfolgreiche Sache für dich werden. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Das nächste Video gibt es Samstagabend, immer am Samstag und am Donnerstag kommen hier bei mir Videos. Und in der Ecke kannst du meinen gratis Quiz machen, in dem du rausfindest, wie attraktiv du auf Frauen wirkst und wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Oben geht es zum letzten Video auf dem Channel und hier unten kannst du mich abonnieren. Kann auch sein, dass es vertauscht ist, das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Wenn du eine spezielle Frage hast, kannst du sie mir gerne schicken, eine Frage zu einer speziellen Situation, dann schick mir eine E-Mail an frauenansprechentipps@gmail.com. E-Mail ist auch nochmal in der Beschreibung. Schick mir deine Frage, ich ändere deinen Namen, beschreib mir die Situation sehr, sehr genau und dann werde ich die Frage in meinem Podcast behandeln, in meiner Radioshow, in meinem Podcast. Wenn du den noch nicht kennst, der Link dazu ist auch einmal unten in der Beschreibung, aber wenn du mir eine Frage schickst, dann werde ich auch sicherstellen, dass du weißt, wo du die Antwort dazu finden kannst. Schön, dass du dabei warst, hier am Donnerstag. Wir sehen uns Samstag wieder. Bis dahin, ciao.